Nachhaltiges Bauen bedeutet immer, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Und das tun wir auch bei Schüco. Gebäude sind Rohstofflager der Zukunft. Im Baugewerbe weltweit werden 50% aller Ressourcen gebunden und ebenso viel Abfall entsteht durch das Bauen. Wir müssen also Bauen neu denken, wir müssen in Kreisläufen denken und damit wird ein Gebäude zu einem menschengemachten Rohstofflager. Also was ist der Vorteil von einer Sanierung so eines Gebäudes? Der Vorteil ist natürlich auch ein wahnsinnig großer ökologischer Vorteil, weil wir diese gesamte Substanz in der massiven Bauweise nicht zerstören mit ganz viel Energie und nachher wieder aufbauen mit ganz viel Energie, sondern das alles nutzen und dem ein neues Kleid geben. Es gab dann auch die Überlegungen oder zumindest mal den Vergleich, was würde ein Neubau bedeuten. Wir konnten dann aber relativ schnell sehen, dass der Neubau deutlich längere Zeit in Anspruch nimmt und auch von den Kosten her deutlich teurer ist. Wir haben bei dem Rückbau sehr stark auf Recycling geachtet. Das bedeutet, alle Materialfraktionen, die abgebaut werden, getrennt zu sammeln und zu recyceln. Insbesondere das Aluminium. Die ganze Fassade war eine doppelwandige Fassade von Schüco, wurde zurückgenommen und über einen Kreislauf, über einen geschlossenen Kreislauf, an ein Recyclingwerk übergeben. Damit wird dann sichergestellt, dass aus dem alten Fensterprofil auch wieder neue Fensterprofile hergestellt werden. Wir haben mit Hilfe einer unabhängigen Studie nachweisen können, dass 98% des Aluminiums von dem Gebäude auch tatsächlich in einen geschlossenen Kreislauf zurückgeführt wurde. In dem neuen Gebäude haben wir dann Cradle-to-Cradle zertifizierte Schüco-Produkte verbaut, die ein sehr hohes Wiedernutzungspotenzial besitzen. Damit stellen wir auch für die Zukunft sicher, dass diese Schüco-Systeme vollständig recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Was war die Vision bei der Planungsaufgabe, dieses Gebäude zu erneuern? Und natürlich ist das ein ganz attraktiver Standort hier an der Herforder Straße, Einfallstor der Stadt Bielefeld. Und die Vision war an der Stelle, eine Modernität auszustrahlen, dem Gebäude eine Kraft zu geben, die nicht in Konkurrenz steht zu den übrigen Schüco-Gebäuden. Die Aufgabe natürlich eines Architekten im Bestand ist natürlich trotzdem was Neues zu schaffen. Denn auch dieses Gebäude muss eine Zukunft haben. Und ein Gebäude, was keine Qualität hat, hat auch keine Zukunft. Also ist es die Aufgabe, aus einem alten Gebäude ein neues zu machen. Gelingt aber auch, weil man eben auch mit bestimmten Teilen dieser alten Substanz Qualitäten schaffen kann. Rückblickend war es die richtige Entscheidung zu modernisieren. Wir waren schneller und kosteneffizienter. Die UDC-Fassade wurde speziell entwickelt, auch für Modernisierungsvorhaben Vorteile zu bieten, nämlich gerade diese kurze Montagezeit, sodass eine Erneuerung der Fassade, Abbau der alten Fassade, Neubau der neuen Fassade in sehr kurzer Zeit möglich ist. Und deswegen bietet Schüco auch gerade im Bereich Bestandssanierung und Erneuerung eine große Palette an Möglichkeiten. Die Chancen einer Bestandssanierung liegen insbesondere darin, dass man einfach ressourcenschonend arbeitet, weil wir Substanz weiterverwenden. Es gibt nicht das eine singuläre Merkmal, das nachher ein Gebäude zu einem nachhaltigen Gebäude macht. Es ist eine Vielzahl von Aktivitäten und Leistungsmerkmalen, die es umzusetzen gilt. Das kann in der Lieferkette stecken, in der Auswahl der richtigen Materialien, bis hin zu soziokulturellen Aspekten der Architektur.